Ja, Leute, da hat mir doch vorgesehen zum Power-Triathlon irgendeiner erzählt, Dichtmilch fürs Fahrrad, weil er sonst einen Platten gehabt hätte. Also, Bikehaus Weiser, Milch mitgebracht, mal sehen, ob das geht. Ich weiß, du hattest doch noch ein paar Probleme unterwegs, ne? Ja, also ich hatte dreimal einen Reifenplatzer, aber ich fahre mit so relativ modern, mit so einer Dichtmilch und die hat mir den ganzen Schuh voll geblasen. Ich dachte nur, hoffentlich ist da genug Milch drin, ne? Und hat dann jedes Mal abgedichtet und ich weiß nicht, wie viel Bar jetzt drauf sind, aber es hat gehalten. Und hallo Jens, ich grüße dich. Ich habe was mitgebracht, die Milch für meinen Reifen. Für den Reifen soll das sein? Bist du sicher? Ja, ich habe das vorher ja beim Power-Triathlon gehört, dass der Dichtmilch reinkommt. Da bin ich in der Kaufhalle, habe Milch geholt. Das ist richtig. In der Kaufhalle war es da gut, aber das ist keine Dichtmilch, das ist normale Trinkmilch. Die geht zwar auch rein, aber die hilft dir nicht weiter. Jedenfalls nicht beim Reifen, sondern die kannst du höchstens trinken. Ja, was muss ich denn nehmen? Ich zeig dir das mal. Komm mal bitte mit. Alles klar. So, Heinz, dann werde ich das mal zeigen, wie das geht mit deiner Milch. Ja, gut, okay. Genau. Also, du willst wissen, wie das mit der Milch im Reifen funktioniert. Ja, pass mal auf, mich hat das so gewundert, Jens. Da hat einer mir doch vorgestern erzählt, er hat nur gewonnen, weil er Milch im Reifen hatte. Mhm. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und da bist du jetzt in die Kaufhalle gegangen. Ja, da bin ich die Kaufhalle gehabt, ich okay. Hab die Milch geholt, aber es ist Quatsch, ne? Genau, richtig. Also, das ist schon fast richtig, was du gesagt hast. Es ist Milch, ja. Aber eigentlich nur, weil sie so aussieht, die Flüssigkeit. Und die Farbe ist halt so, die Konsistenz auch ähnlich. Eigentlich ist es eine Dichtmilch, wie es sie für Reifen, egal ob beim Auto oder beim Fahrrad, schon seit vielen Jahren gibt. Und im Rennsport, besonders eben beim Triathlon oder beim Zeitfahren, ist es erst in den letzten Jahren so richtig zur Produktreife gekommen. Und ich zeige dir das mal, wie das genau aussieht und wie das funktioniert. So. Also das ist das Set für so eine Dichtmilch-Vorbereitung. Genau, das ist das Tubeless Easy Kit von Schwalbe, das wir einsetzen zum Vorbereiten von Rennrad-Laufrädern für die Dichtmilch. Als wichtigstes Bauteil dient dort das Felgenband, das eben ganz fest auf die Felge aufgeklebt wird, die erst dann die Dichtigkeit nach innen garantiert. Das muss wirklich unter die Felge, Mann. Das ist wichtig. Ich zeige dir genau dann noch, wie es am Reifen aussieht. Ja, ja. Aber das kommt direkt auf die Felge. Hm. Und danach erst der Reifen. Hm. Als zweites ist ganz wichtig das spezielle Ventilset, das eben die Dichtigkeit nach außen, also von der Felge zum Ventil herstellt. Hm. Und dann kommen wir endlich zu deine Dichtmilch. Das ist sie. Ja. Die dann einmal für vorn oder für hinten, also für jeweils für ein Rad brauche ich genau eine Flasche pro Reifen. Und wie lange hält die dann? Oder muss ich die ständig wechseln nach dem Rennen oder was? Nein, die brauchst du nicht ständig wechseln. Der Hersteller gibt dort eine Lebensdauer an von circa 6 Monaten. Man sollte zumindest nach 6 Monaten mal reinschauen in den Reifen, ob die Dichtmilch noch flüssig ist oder ob sie schon verklumpt ist. Hm. Denn meistens ist es so, dass die Fahrer gar nicht merken, dass sie einen Reifenschaden haben. Denn diese kleinen Schnitte und Löcher dichten sich sofort wieder ab und fährt einfach weiter. Ja, aber ich glaube, er hat ihm erzählt, von Kagel war der, dass er nasse Füße gekriegt hat. Kann das sein? Es kann sein, wenn das Loch entsprechend groß ist, spritzt auch mal eine Zeit lang ein bisschen Dichtmilch raus. Hm. Und dann ist genügend Vorrat drin, also 60 Milliliter, die in dem Reifen drin sind. Und da, wenn dort die Hälfte rausgeht, ist immer noch genügend Flüssigkeit innen drin. Für den nächsten Schlatz. Für den nächsten Reifentreffer, genau. Ja, ja. Genau. Alles klar. Also, so, jetzt zeig mir einfach mal, wie das funktioniert. Genau. Wir haben jetzt natürlich als zweiten wichtigen Punkt, entsprechend einen Reifen. Ich kann nicht jeden Reifen dafür verwenden. Ach, das kommt auch noch dazu. Ich brauche spezielle Reifen, die innen so dicht sind, dass sie ohne Schlauch auskommen. Das heißt also, es wird ja kein herkömmlicher Fahrradschlauch eingesetzt, sondern nur Felge, Reifen und das Ventil. Aber schlauchlos sind doch eigentlich heute alle Fahrräder, oder? Nein. Ach so. Nein. Alle normalen Fahrräder haben Schläuche, nach wie vor. Und die Rennradfahrer, aber die fahren schlauchlos? Auch nicht alle. Also es gibt nach wie vor viele, die mit Schlauch und Mantel ganz konventionell fahren. Hm. Und teilweise werden eben diese Systeme eingesetzt, wie ich es gerade vorgestellt habe. Und auch die Rennfahrer, die Schlauchreifen fahren, haben immer noch einen Schlauch in dem Reifen eingenäht. Ach so. Als erstes, wenn ich so ein Rad vorbereite, wird natürlich die Luft abgelassen und
das Ventil rausgeschraubt. Klar, der Wind hat Ventil, was mit dem Fett ist. Normal, das geht ja nicht, habe ich jetzt schon verstanden. Genau. Ist gar nicht so einfach hier. Ja, ist schon sehr komplex eigentlich, die ganze Angelegenheit. Also, es ist noch relativ einfach. Einfach das Ventil rausschrauben. Und dann wird in diesen speziellen Reifen die Dichtmilch eingefüllt. Das ist völlig egal, da ist jetzt normale Luft drin, das hat nichts, da kommt kein Gas rein, kein gar nichts von, sondern wird auch nur mit Luft aufgefüllt. Normale Luft, genau. Dazu wird das Ganze auf den Kopf gestellt und ich fülle entsprechend die Dichtmilch ein. So. So, alles drin, soweit. Danach wird das Ventil wieder eingesetzt. Das ist schon so ein spezielles Ventil, deswegen kann ich das wieder jetzt verwenden. Schön festdrehen. Und danach wird ganz normal Luft aufgepumpt. Sag mal, und wie viel hauen die Triathleten drauf? Also das richtet sich sehr nach der Reifenbreite und nach dem Körpergewicht. Je breiter ein Reifen ist, umso weniger Luftdruck braucht man. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einen 25 mm breiten Reifen. Da genügen normalerweise 7 Bar. Und ein schmalerer Reifen, das geht ja runter bis 19 mm Reifenbreite, also ganz schmale Reifen für richtig schnelle Fahrten, da brauche ich dann schon bis zu 10 Bar. Alles klar. So, und jetzt zeigst du mir noch, geht das, dass wir da mal was reinstechen? Ich soll den wirklich kaputt machen? Naja, normalerweise müsst ihr ja die Milch jetzt dichten dann, ne? Genau. Also man muss sich da richtig anstrengen. Es ist gar nicht so leicht, einen Reifen zu zerstören. Man denkt halt, es ist hauchdünn Material und dann ich mit einer Nadel irgendwie ein bisschen rein und da ist der kaputt. Also ich habe jetzt so richtig eine feste Reißnadel und muss mich dazu richtig anstrengen. Also wir zerstören den Reifen, in diesem Fall mutwillig, sind also richtig drin. Und jetzt ist also der Fremdkörper in den Reifen eingedrungen. Und ich ziehe den jetzt einfach raus. Man hat den zwischen. Und dann ist es sofort dicht. So, Jens, wie oft kannst du das jetzt machen? Also wir könnten den Vorgang schon einige Male wiederholen. Das heißt, nicht unendlich, aber ich denke, 6-7 Mal ist kein Problem, denn bei jedem Mal rausziehen der Nadel entweicht ja schon ein bisschen Luft und zum Schluss wird der Luftdruck immer geringer. Aber wenn ich jetzt nur eine kleine Glasscherbe habe, die abgedichtet werden muss, dann denke ich mal, geht es bis zu 20 Mal. Zeig's uns einfach nochmal. Na klar, gerne, kein Problem. Also, wir stechen einfach mit der Nadel in den Reifen rein. Ich brauche da schon richtig viel Druck. Und das war ein Vorführeffekt, aber es wird dicht. Wir wollen es jetzt wirklich wissen. Das gleiche Spiel nochmal. Also nochmal. So, ganz schnell geht das. Das heißt, das Ziel ist, dass der Radfahrer gar nicht merkt, dass er einen Schaden hat, einen Reifenschaden hat. Und zum Schluss sich diese Punkte quasi aneinander reihen können und er einfach weiterfahren kann und sein Rennen nicht unterbrechen muss. Jens, coole Geschichte. Was mache ich jetzt mit meiner Milch? Das zeige ich dir auch noch. Da habe ich mal was Feines für dich vorbereitet. Ja, genau so ist es. An der soll es nicht scheitern. Sollst du nicht umsonst gekauft haben. Alles klar. Dann. Ich weiß für was. Prost. Prost. Dankeschön. Tschüssi, schönen Dank.